damit es keine Missverständnisse gibt, rekapituliere ich. Ich werde also weiterhin versuchen, die Elfi in New York zu erreichen. Ich werde mit ihr so plaudern und fragen, ob sie noch mal wieder kommen wollte und wäre doch schön. Aber keinesfalls werde ich mit ihr über den Tommy und über seine seltsame Liebe reden, weil, man gesagt, das macht man nicht. Ist dir das so recht? Mein lieber Franz, das ist mir sehr recht. Bitte mach es so. Ja, ich verlasse mich auf dich. Denn sieh mal, es ist nun einmal so, der Tommy ist ein erwachsener Mensch. Lasst sich von niemandem was sagen. Selbst die Elfi in New York, sie ist die Mutter, ja, aber sie kann sich in diese Liebesangelegenheit nicht hineinmischen. Und schon gar nicht die Großeltern. Ja, ja. Obwohl mir das wirklich also sehr schwer fällt. Ja, das weiß ich. Einmischen ist eine deiner Lieblingsbeschäftigungen, gell? Und wenn einer das nicht mag, dann bist du grantig. Nein, nein, du versuchst aus mir einen verspäteten Grampus zu machen. Nein, das stimmt ja nicht. Schau, ich bin ein Familienmensch. Ich halte gerne die ganze Familie zusammen. Und natürlicherweise, ein Wetter macht das so einen gewissen, einen konservativen Eindruck, nicht wahr? Und ihr macht daraus mir ein Wauwau. Aber nein, das ist die Ungerechtigkeit der Welt. Ja. Aber die müssen beide ertragen und alle miteinander auf der Welt. So ist es halt. Schau mal, Franz, es ist nämlich etwas. Ich meine, du mischst dich in alles ein. Ja. Ich muss dir ganz offen und ehrlich sagen, mir ist das gar nicht unangenehm. Es wäre mir viel unangenehmer, wenn du die Angelegenheiten der Familie nicht als deine eigenen betrachtest. Überleg doch mal, wenn jemand Lust hat, sich auszujammern. Ja, wer hat schon das Glück und hat einen eigenen Grabstein? Ah, danke vielmals, Grabstein. Also du tust mich jetzt auch schon den Mineralien zuordnen. Nein, Franz, ach, sei gemütlich, du. Mir ist heute so wohl zumut. Ja. Ja, Verlag hat angerufen und mein Buch ist doch eben erst erschienen. Du, das ist ein ganz großes Geschäft. Mhm. Was sagst du? Damit hast du aber nicht gerechnet, gell? Naja, ich geb's zu, nein, also damit habe ich nicht gerechnet. Ja, siehst du? Naja, also reich werden wir natürlich nicht damit. Aber ich bin glücklich. Und diese zauberhafte Mansarde, die ich da oben habe, die mir ans Herz gewachsen ist und wo ich mich so fabelhaft konzentrieren konnte, hat also doch einen Sinn gehabt. Aha. Franz, weißt was? Wir machen heute Abend eine Flasche Champagner auf. Spendierst du? Ja, ja, bitte. Und wir trinken auf unser... auf mein erstes Buch. Moment, wieso auf dein erstes Buch? Hast du die Absicht, noch weitere Bücher zu schreiben? Selbstverständlich. Ja, sag einmal. Natürlich jetzt, wo ich den Beweis habe, dass diese Arbeit von mir nicht nur eine Beschäftigungstherapie war. Natürlich. Ja, Moment, aber was? Ich meine, du hast doch dieses Thema, also das Thema... Ja, wie das ist, wenn ein reiferer Mensch noch studiert, ja? Das hast du doch also erschöpfend behandelt. Habe ich. Darüber ist jetzt nichts mehr zu sagen. Aber ich habe ja eine ganz andere Idee. Ich möchte einen Roman schreiben. Weißt du, ich habe das Thema noch nicht ganz. Ich muss darüber nachdenken. Und das Nachdenken ist eine sehr schöne Beschäftigung. So, jetzt gehe ich hinauf, ja, und sage meinem Schreibtisch und meinem Kugelschreiber, was ich für einen Erfolg mit meinem ersten Buch habe. Ja, ich weiß, ich bin kindisch, aber es ist nun einmal so, dass ich Gegenstände, die mir lieb und wert sind und vor allem, die mir nützlich sind, mit denen rede ich halt ein bisschen. Ja, das kann ich ja noch verstehen, dass du mit ihnen redest. Hier und da. Ja, hier und da. Ja. Aber wenn es einmal so weit sein solltest, dass du glaubst, dass sie dir eine Antwort geben, dann sagst mir's, weil da wird's kritisch. Franz, du kannst mich heute frozeln, so viel du willst. Mir macht das wirklich nichts. Ich bin glücklich. So, und jetzt gehe ich hinauf, bitte. Schau, dass du die Elfi erreichst und ich schicke ihr viele Bussis. Und auf bald. Ja. Und herzliche Grüße an deinen Schreibtisch. Danke. Ich bin locker, ich bin gelöst, ich bin der ganzen Welt freundlich gesinnt. Ich bin geöffnet, ich bin voller Güte für meine Umwelt. Eigentlich
war, bin ich zum Weghauen. Weil ich nämlich furchtbar schwindlig bin. Aber ich hab da irgendwo, wenn ich auch voller Güte bin, ein Fräulein, bin ich noch allerweil nicht, blöder Deppdepperter. Ein klasse Hocken, die ich mir da heute auch da hab. Lauter so ein unnützes Zeug, mein Lieber. Zu was, Matthias? Frau Sokol? Ja? Was machen Sie denn da? Ich putze das Familiensilber, Herr Sektionschef. Ausgerechnet heute? Ja, also das könnten Sie mich in einer Woche oder in 14 Tagen genauso fragen, Herr Sektionschef. Ja, ich hab geglaubt, das Familiensilber hat der Guido geerbt. Der hat die andere Hälfte noch einmal so viel. Ich weiß das so genau, weil er bettelt mich einmal im Jahr, dass ich es ihm putzen soll. Na und verwendet das dann natürlich auch. Aber keine Rede. Das wird schön in die Kassetten geschlichtet und kommt wieder auf dem Kasten. Ja, das verstehe ich nicht. Wozu putzt man es dann überhaupt? Herr Sektionschef, wir machen ja auch nichts anderes mit unserem Silber, nicht? Was, aber wir verwenden es auch nicht? Nein. Ja, aber warum nicht? Schauen Sie, immer wenn feinere Gäste gerade kommen, dann ist schon wieder schwarz und dann habe ich keine Zeit, dass ich es gerade putze. Ja, bitte. Und wozu haben wir es dann überhaupt? Weil das sind Erbstücke von Ihren Urgroß- oder Großeltern, was weiß ich. Nicht? Aha, ja. Naja, also das stimmt schon. Natürlicherweise sind das Erbstücke. Und ich habe ja auch durchaus was übrig für solche alte, schöne Sachen, die ja wunderbar... Da steht Hotel Krone drauf. Ich meine, das kann doch kein Erbstück von uns... Geben Sie mir den Löffel. Herr Sektionschef, das ist nämlich so, das war eine Zeit lang in den Pflegejahren von der Niki und vom Tommy war das ein Sport. Hat die Niki und der Tommy, die haben Silberbesteck gestohlen? Und wieso erfahre ich das erst heute? Ich weiß, es ist um circa 20 Jahre zu spät. Aber es sind eh nur 2-3 Stück. Die anderen Sachen sind echtes Ahnensilber. Naja, na gut. Aber bitteschön, gut. Also, wenn Ihnen was sagen, dann werden wir es einmal doch verwenden. Ja. Und zwar, wenn wir es verwenden, nächsten Samstag haben wir doch diese, ich meine, es ist kein großes Fest, aber so ein kleiner intimer Hausball, den wir da machen. Und da werden wir endlich einmal das ganze Silberbesteck herzeigen. Und gut. Wissen Sie, was wir dann machen? Nein. Dann packen wir es ein und ich trage es ins Dorotheum. Herr Sektionschef, ich habe noch ein bisschen was am Sparbuch und das könnte ich Ihnen langfristig und ohne jegliche Zinsen, das könnte ich Ihnen zur Verfügung stellen. Ja, und wofür? Also, Hans, bitte, bevor Sie das Silberbesteck unter den Arm klemmen und ins Pfandl wandern. Sie sind wirklich, Sie sind sehr nett, aber halt ein bisschen dümmlich. Herr Sektionschef, Sie sind sicher nicht ein bisschen dümmlich, aber dafür sind Sie nicht sehr nett. Nein. Schauen Sie, selbstverständlicherweise hat das Ganze also einen gewissen nostalgischen Reiz und ich freue mich, wenn ich das von meinen Ahnen gesammelte alles hier so sehe. Und war aber andererseits, wozu soll das gut sein? Also ich meine, das wird also geputzt. Dann wird es wieder am Kostenstück, was weiß ich wohin, dann wird es runtergenommen, wird wieder putzt, wird wieder... Na, ist doch viel gescheiter. Ich verkaufe das Ganze und es gibt ja leider derzeit genügend Anlässe, um irgendwelche karitative Sachen zu unternehmen, zum Beispiel Licht ins Dunkel oder na, bitte, im Moment, könnte man ja vielleicht dem Gorbatschow damit helfen, dass man ihm also Care-Pakete für die Russen schickt. Wissen Sie, eins verstehe ich nicht ganz, Herr Sektion. Vielleicht kennen Sie mir das. Wir haben doch den Krieg verloren und die Russen haben gewonnen. Und jetzt müssen wir den armen Sieger Pakete schicken, damit sie nicht verhungern. Erklären Sie mir das, ich verstehe es nicht ganz. Frau Sokol, ich wäre in der Lage, Ihnen das zu erklären. Ja? Aber das dauert dann bis Mitternacht und das ist uns für beide zu lang. Nein, werde was sagen. Ich werde da irgendein Stück von den Sachen nehmen und werde es als Andenken aufbewahren. Nein, bitte, da geben Sie mir das her, weil das ist sonst nicht mehr komplett und am Ende nimmt es das Pfandl nicht. Nehmen Sie doch gleich den Löffel vom Hotel Krone. Das ist aber auch moralisch, dass ich mich also antiebs gut, aber bitteschön. Nachdem ich neulich erklärt habe,
Und ein österreichischer Dichter gesagt hat, Theaterstücke sollen amoralisch sein. Ach so. Kann der Leffe auch amoralisch sein. Er ist dann gleichzeitig auch eine Erinnerung. Eine Erinnerung daran, dass die Niki und der Tommy unser Familiensilber etwas vergrößert haben. Also gut, wir werden nehmen. Das ist wahr. Aber ich habe eine Idee, Frau Sokol. Wissen Sie was? Ja. Ich werde mit dem Guido reden. Der soll auch sein Silber verkaufen. Na klar, da kann ich demnächst mich hinsetzen und dem Guido sein Silber abputzen. Die Wetten. Da bin ich einmal allein und dann ist hier der Bär los. Aber es macht mir nichts. Es macht mir nichts. Ich atme tief ein, pfeifend aus. Ich bin eins mit der grünen Wiese. Ich denke an die Gänseblümchen. Nein, nein, nein. Kein Grund zur Wut. Kein Grund zur Wut. Auch die kleinste Wolke ist ein Teil von mir. In jeder Schneeflocke wohne ich. Jedes Gänseblümchen bin auch ich. Nichts kann mir etwas anhaben. Nichts kann mich erschrecken. Da habe ich hier. Um Gottes Willen, Herr Hausverwalter, Sie haben mich aber jetzt sowas von erschreckt. Ja, das ist ja klar. Sag einmal, was sagst du denn da für Gedichte auf? Für die Gedichte hat mir der Meister Janik streng verboten. Jetzt mache ich Yoga. Yoga? Yoga. Wozu brauchen wir das, hä? Naja, wissen Sie... Ja, machen wir lieber einen doppelten Mokado, Gänseblümchen, ja? Ja, super. Aber einen anständigen. Ja, Herr Hausverwalter. Sonst pflücke ich dir dein Köpfchen ab. Ist gut, ja. Wozu braucht der Mensch Yoga? Kannst du mir das erklären? Naja, bei mir ist es halt, weil ich so schüchtern bin, ne? Und naja, nicht besonders geschickt, ne? Gut, das höre ich. Aber Yoga machst du noch nicht lang, was? Nein, ich bin Anfänger. Aber ich hab mir gestern dieses Buch gekauft und... Und wissen Sie, wenn man eine Wut hat, also so eine richtig große Wut, dann soll man an die Gänseblümchen denken und an die grüne Wiese und an die Schneeflocken. Und laut soll man das sagen, damit man eins wird mit diesen Dingen. Na, und dann vergeht die Wut, angeblich. Vergeht die Wut? Ja. Aber dafür kommen dann die Leute mit der Zwangsjacke, ne? Na, da ist mir schon eine richtige Wut lieber. Sag, apropos Wut, was ist denn mit dem Lift los? Weißt du was drüber? Wieso? Das ist ja für sündteures Geld repariert worden. Eine reine Sparkasse ist das. Bitte regen Sie sich nicht so auf, Herr Hausverwalter, weil sonst kriegen Sie womöglich ein Magengeschwür. Magengeschwür hatte ich schon und Gallensteine auch. Da soll Yoga auch helfen, habe ich gelesen. Wenn ich ausgelernt bin, dann borge ich Ihnen sehr gerne dieses Buch. Ja, das kannst du machen, aber zuerst reiße ich diesem depperten Hausmeister, dem Silvio, den Arm auf. Jetzt repariert er seit Wochen den Lift, ja? Gibt eine Rechnung um die andere. Was ist der Erfolg? Die Leute fliegen im Lift umeinander wie die Tauben. Bitte, Herr Hausverwalter, regen Sie sich nicht auf. Denken Sie an Ihren Gallenstein. Ich denke nicht dran. Bitte, der Silvio hat's doch sicher gut gemeint. Ja, da können wir was kaufen drum. Der soll anständig reparieren. Die gute Meinung ist mir wurscht. Auch an das Magengeschwür sollte... Jetzt bitte halt's einmal zusammen, ja? Sei so freundlich. Wir sind nicht hier, um meine Schäden zu debattieren. Ich bin fürs Haus verantwortlich. Und für das Klumpert, für den Lift. Aber jetzt werde ich hart durchgreifen. Das schwere da. Gib mir dann Kamünde über. Der Kaffee ist scheißlich. Grüß Gott, Frau Hilde, bitte kommen Sie weiter. Frau Sokol? Ja? Eine Frage. Ja? So von Frau zu Frau. Haben Sie schon jemals in Ihrem Leben einen Mann aus Ihrer Wohnung geschmissen? Warten Sie, lassen Sie mich noch... Ja, einmal sehr. Was heißt sehr? Ja, weil da habe ich so eine fürchterliche Wut gehabt. Nein, eine größere wie ich, das gibt's nicht. Oder, da haben Sie mich nicht gekannt, wie ich jung war. Ich meine, ich bin jetzt ab und zu noch wütend, aber kein Vergleich. Aber bitte schön, lass mich. Nein, erzählen Sie weiter, das interessiert mich sogar ganz stark. Und da haben Sie sicher geschrien, geh und komm nie wieder. Na, sicher, so ein Satz schreit man schnell. Gut, ja. Ja, und dann, ich meine, was ist, das kann doch nicht alles gewesen sein. Nein, bei mir nicht. Wissen Sie, was ich dann gemacht habe? Ich habe ihm sein Gewand Stück für Stück aus dem Fenster geschmissen. Und besonders die Sachen, die er gern getragen hat. Das ist schön. Denn er war nicht dieser Meinung. Und wenn ich mir das jetzt genau überlege, Heinz, ich weiß nicht einmal mehr, wie der geheißen hat. Das ist auch ein sehr guter Satz, der mir sehr hilft. Dass einmal der Tag kommen könnte, wo man sich an seinen Namen überhaupt nicht mehr erinnert.
Herr Sokol, da gift man sich bis zum Schlocktreffen. Mhm. Und nach Jahren kennt man den Namen nicht mehr? Ja. Ja, Frau Sokol, sind denn wir Frauen wirklich so blöd? Größtenteils schon. Aber Frau Hilde, ich kann Ihnen ein Geheimnis verraten. Die Männer sind noch blöder. Gut. Und jetzt, Frau Sokol, verrate ich Ihnen auch ein Geheimnis. Ja? Ich steige aus dem Verein der blöden Frauen. Oh, Frau Hilde, gratuliere ich Ihnen sehr herzlich dazu. Danke. Na, und wie ist es, wenn Sie vielleicht vorher ein bisschen jausen? Nein, ich will nicht jausen. Nein, jausen tue ich später. Ich habe jetzt eine Menge zu tun. Ja. Aber Frau Sokol, ich danke Ihnen vielmals. Auf Wiedersehen. Wiederschauen, Frau Hilde. Und bevor es vergessen, der Ihrige heißt Kurti. Besetzt. Ich will nur, wo ich anrufe, ist besetzt. Elf in New York, besetzt. Aber der Tommy, hier im Haus, auch besetzt. Ne? Zu blöd sowas. Frau Sokol. Ja, Herr Sektionschef, es geht sicher um die Jause. Die Jause ist prinzipiell fertig, aber... Frau Sokol, was heißt prinzipiell und was heißt aber? Und ganz abgesehen davon, ihr habt noch kein Mensch da. Ja, aber heißt in dem Fall, ich weiß ja, dass Sie nicht gern allein jausen. Und prinzipiell heißt, dass ich den Mondstrudel gerade anschneiden möchte. Ja. Na, und was ist mit Tommy? Seit einer Viertelstunde versuche ich, den Tommy zu erreichen. Ist immer besetzt. Ja, das wird wahrscheinlich seine Holde sein. Die telefoniert so lang. Die hat ja nicht nur einen Haufen Kinder. Ja. Sie soll auch eine sehr große Verwandtschaft haben. Ja, ja, das wird der Hetz, wenn da so circa 10 Personen aufmarschieren zur Jausen. Mhm. Ja, die Hetz werden Sie mir dann erklären, wenn Sie den 10 Personen zur Jausen hier servieren werden. Oh nein, da gehe ich in Pension. Soll ich jetzt den Tommy sagen, dass er heraufkommen soll? Nein. Gut. Nein, hallo. Nein, nicht so schnell, nicht wahr? Sagen Sie ihm, er soll dafür sorgen, dass sein Telefon nicht unentwegt besetzt ist. Er soll dafür sorgen. Oh Gott. Da hören Sie mal zu. Nein, sagen Sie ihm, er soll heraufkommen. Sagen Sie mal, er soll heraufkommen. Na, Moment. Nein, sagen Sie ihm besser, Sie sagen ihm am besten, was Sie wollen. Hm? Hey, sag ihm, was er will. Und mir immer vorwerfen, dass ich mich nicht deutlich ausdrücken kann. Das habe ich gehört, das. Na bitte, es kommt jemand und ich gehe dem Tommy ins Gewissen reden. Ja, habe ich die, Frau Sokol. Habe ich die, Herr Sie? Es geht um den Lift. Also, ich steig nicht mehr ein. Na ja, dabei. Manchmal funktioniert der wirklich tadellos. Haben Sie Lotterie, spüre ich lieber anders, gell? Na ja, momentan habe ich so ein kleines Problem. Der ruckt oft ein bisschen plötzlich. Aber wenn die Leute im Haus so ängstlich sind, na ja, dann... Na, sie sind gut ängstlich. Haben Sie, der bockt doch manchmal wie ein Pferd. Und dann weiß man doch nie genau, wo wird er denn stehen bleiben. Ja, und deswegen schalte ich ihn jetzt ganz an. Sind Sie nicht, Frau Sokol, und teilen Sie das ein bisschen dem Herrn Sektionschef mit? Der ist ja eh gerade da. Wollen Sie ihm das nicht vielleicht selber sagen? Nein, bitte nicht. Na, Sie wissen doch selber, der geht doch so gern los auf mich. Und wie der mich sieht, da funkeln ihm gleich die Augen. Na, bitte nicht. Haben Sie auch so ein gesunder, starker Bursch und so ein Feigling? Sie sind ihn gewohnt, aber ich erschrecke öfters über ihn. Na gut, ich werde es ihm mitteilen, danke. Nachher, weil jetzt... muss ich erst zum Tommy hinunter. Jö, da könnten Sie dem das dann auch gleich sagen. Naja, na, weil die kleine Frau, wissen Sie, jetzt da unten wohnt, die war mir im Lift schon unten im Keller und da unten hat die mich angeschrien und hat auf einmal so einen hysterischen gekriegt. Na, aber lassen wir das lieber. Und ich glaube, die sieht mir seitdem her nimmer mehr so gern. Was wollen Sie sonst noch von mir? Nein, eh nichts mehr, Frau Sokol. Aber dafür, wenn Sie das nächste Mal einkaufen gehen, leiten Sie ruhig an bei mir und ich schleppe Ihnen alles auf. Gilt das? Gut. Gut, Dankeschön, Frau Socke. Alles da. Habe die Ehre. Habe die Ehre, Herr Silvio. Nun, was ist jetzt mit dem Lift? Wird der jetzt repariert oder bleibt der jetzt stehen? Davon hat er überhaupt kein Wort gesagt. Was ist denn das? Da ist jemand statt aus der Haut aus dem Quant gefahren. Was ist denn das? Hallo? Ist niemand da?
Herr Janek, Otti, Frau Sokol. Sowas. Da schaut's aus, als wenn sich alle vor der Tür ausgezogen hätten und als ein Nockerter durch die Welt gerannt wären. Sowas träumt man doch nur. Hallo, ist niemand da? Hallo? Oh, guten Abend, Herr Guido. Ja. Womit kann ich dienen? Dienen ist ein blödes Wort. Mir muss man nicht dienen. Ich bin lediglich gekommen, um für die Birgit ein paar Blumen zu besorgen. Nur Blumen. Ich möchte eigentlich eine kleine Bonbonniere besorgen. Bonbonier. Es ist nämlich die Geschichte, die Blumen. Bei Blumen da sind da immer Stacheln dran und kein Zweigeln und lauter so und die ewigen Azaleen. Nein, ich suche irgendetwas ganz Exquisites. Was? Ja, Exquisites? Das packst du mir dann schön ein. Mach ich? Gut. Wieso? Du bist allein hier? Ja, jetzt bin ich wieder allein. Vorher war gerade der Herr Hausverwalter da, der Herr Janowski. Aber der hat mich wieder verlassen, weil er nämlich den Silvio sucht, um ihn zu zermärschern, wie er sagt. Und das mit einem Magengeschwür und mit einem Gallenstein. Ja, und der hat sich vor lauter Wut vor der Tür die Kleider vom Leib gerissen. Vor Wieso? Der Tür. Na, also herinnen war er noch angezogen. Wieso liegt was draus? Ja. Na, welche Größe hätten Sie denn gern? Eher klein, ja. So was? Nicht, dass ich sowas, nicht, dass ich geizig bin. Durchaus nicht. Aber man lizitiert sich ja selber hinauf, ne? Und wenn dann ein wirklicher Anlass kommt, dann kann man sich nicht mehr steigern. Ich nehme die. Bitte. Schreib's auf. Gut, mach ich. Ah, das ist aber interessant. Hat der Janik jetzt am Samstag einen Fetzen Flohmarkt? Neben der Konditorei, oder ist das eine Altkleidersammlung fürs Rote Kreuz, aber mitten auf der Gossen? Hallo, sind Sie? Was ist, das ist ja sehr gefährlich, was Sie da machen. Ist auch blöd, nicht? Wenn man schon jemanden Schuh abschmeißt, dann vielleicht gleichfarbige, nicht einen braunen und einen schwarzen. Hey! Ja, der Herr, wer dummelt denn da? Der Heinz. Lässt es Ihre ausschweifende Lebensweise noch zu, dass Sie am Samstagnachmittag unter Menschen gehen? Naja, ich wäre nicht gekommen heute, aber der Herr Sektionschef hat ein Anliegen, nicht? Übrigens, Sie könnten da draußen ein interessantes Naturphänomen beobachten, weil es regnet Hemden und Hosen. Und Sakkos und Krawatten. Da schmeißt jemand Sachen weg, die er nicht mehr braucht. Das ist eine Gemeinheit. Man müsste eigentlich feststellen, aus welchem Fenster das rauskommt. Oh ja, Sie können ja gern gehen und feststellen. Ich stelle nicht mehr fest, weil mich hätte er fast jetzt mit ein paar Schurter schlagen. Mit voller Wucht. Noch dazu zwei ungleichfarbige. Entschuldigen Sie, wenn die Schuhe so mit voller Wucht einprallen in den Boden, ich meine, so schmeißt man doch nichts aus dem Fenster, oder? Ja gut, da hat er eigentlich recht. Ja, was weiß ich, vielleicht ist beim Flugzeug ein Tier aufgegangen und es kommen noch ein paar Passagiere nach, die sich im Fliegen ihrer Kleidung entledigt haben. Na, das war schon der erste Passagier, Servus. Meint das nicht, aber immerhin ein paar Reitstiefel. Wenn jetzt noch ein Pferd nachkommt, dann verliere ich langsam den Humor. Ich muss tief atmen und die Gänseblümchen denken und keine Angst haben. Aber Angst haben, ich hab doch keine Angst. Ruhe, bist ja kein Lokomotiv. Ich hab keine Angst, im Gegenteil. Ich gehe, es ist mir zu dumm. Na bitte sehr, dem Mutigen gehört die Welt. Na, ich gehe lieber durch den Hof. Bernie, hättest du eine Möglichkeit, bei dir vorübergehend 10 Kartons unterzubringen? Scheiße, ich hätte diesbezüglich noch mit dem Herrn Sektionschef telefonieren müssen, aber entweder ist sein Telefon hin oder es ist ununterbrochen besetzt. Naja, 10 Kartons? Ja. Ein Schmuggelgut? 10 Kartons, naja. Oh ja, vielleicht im Keller hinter den alten Sesseln, das wäre möglich. Das ja? ist gut, wunderbar. Okay. Also die Kartons gehören ihm, sie sollen vorübergehend dort verstaut werden, ja, dann wird er mich anrufen und wird sagen, was damit so geschehen hat. Gut. Aber ich muss jetzt mein Auto entleeren, weil ich brauche morgen einen leeren Kofferraum. Mhm. Und du hilfst mir dabei. Gut. Ja? Gehen wir da raus oder vielleicht gescheiter hinter dir? Ja, gescheiter, du feige Nuss. Können wir nicht gehen, weil das Auto steht nämlich da vorne. Und bitte, also, was ist, wenn mir ein Pferd auf dem Kopf fällt? In dem Fall, glaube ich, kommst du posthum ins Buch der Rekorde. Also, hopp auf.
Ich atme tief ein und pfeifend aus. Ich bewege nur den Bauch. Ja, und vor allem bewege dich selbst. Komm. Ich habe keine Angst, nein. Ich habe nie und nimmer Angst. Na, dann hör auch auf, mit mir den Töne zu klappern, weil das macht mich nervös. Also, jetzt. Na, endlich, Tommy. Na, es ist leider nicht schneller gegangen. Bitte schön, ich bin hier. Du hast mich heraufbefohlen. Hier bin ich. Blödsinn, ich hab dich nicht heraufbefohlen. Ah, nicht? Aber wie denn? Die Sokol, die läutet Sturm an meiner Tür und erklärt mich, ich muss sofort heraufkommen, wenn man mit mir wegen der Silvia nicht telefonieren kann. Wahrscheinlich willst du wieder den Kopf waschen, ne? Wieder einmal. Sokol, vergiss die Sokol. Komm, setz dich da her. Ich muss etwas besprechen. Ich brauche deine Hilfe. Ja, aber Moment. Es hat nicht viel Zeit. Du, überhaupt, pass auf. Wenn die Hilla jetzt hier hereinkommen sollte, dann reden wir über irgendetwas, zum Beispiel über das Wetter oder sonst über irgendetwas. Ich verstehe kein Wort, ne? Moment, schau. Ich möchte von dir haben, dass du auf gar keinen Fall der Hilla gegenüber jemals das erwähnst, was ich dir jetzt sagen werde. Kann ich mich da drauf verlassen? Gibst du mir dein Wort drauf? Aber selbstverständlich. Es klingt ganz dramatisch, aber selbstverständlich hast du mein Wort. Ich bin schon neugierig, worum es geht. Also pass auf. Du weißt doch, dass die gute Oma sich also seit Jahren auf ein Buch gestürzt hat. Sie schreibt ein Buch und das Buch ist so wichtig und so weiter. Also ihr ganzes Leben war ausgefüllt von dem Buch. Ja, aber das ist ja jetzt fertig, nicht? Und ist bereits erschienen. Ja, eben. Jetzt beginnen nämlich die Schwierigkeiten. Du kennst das Thema von dem Buch. Ja, natürlich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele Leute gibt, die daran interessiert sind, dieses Buch zu kaufen. Und wenn einer interessiert wäre, so hätte er es vielleicht gekauft vor Weihnachten, um es vor den Baum zu legen und so weiter. Aber sie hat ja so einen grandiosen Verleger, der kommt jetzt im Jänner mit dem Buch heraus. Die dümmste Zeit, wenn man ein Buch präsentieren kann. Aber gut, schau. Nun will ich natürlicherweise der Hilla ersparen, dass sie einen furchtbaren Schock hat, dass das Buch nicht geht. Und daher habe ich durch Vermittlung vom Heinz in seiner Buchhandlung, habe ich 100 Exemplare gekauft. Was? 100 Exemplare? Ich werd verrückt. Was machst du damit, bitte? Verstecken. Und deswegen wollte ich also dringend mit dir reden. Schau, du hast doch eine relativ große Wohnung. Könntest du die Bücher nicht irgendwo bei dir in der Wohnung verstecken? Ich meine, du wirst sagen, ich könnte sie zu uns in den Keller geben. Ja, könnte ich machen, nicht wahr? Aber was mache ich, wenn die Hilla dann zufälligerweise doch einmal in den Keller kommt und findet die... Das wäre ein Scheidungsgrund. Naja, so ein Scheidungsgrund wäre es nicht, aber es wäre unangenehm genug. Vielleicht kennst du, ich meine, schon 10 Karton. 10. Vielleicht kennst du die 10 Karton bei dir unter das Bett schieben. Also, und wenn ich sie ins Bett hineinnehme, muss sie werden von mir übernommen, ja. Naja, weißt, ich warte ja schon wie auf Nadeln auf den Heinz. Der Heinz sollte sie bringen, aber er ist nicht gekommen und telefoniert hat er auch nicht. Also jedenfalls, also für diese Zusage bin ich dir wirklich sehr dankbar. Bitte jederzeit zu einer Schandtat bereit, Opa. Außerdem ist das eine Geschichte, die ich meinen Kindern erzählen werde. Ganz bestimmt. Die werden lachen. Tascha, guten Abend, Hausverwalter. Ich begrüße Sie, liebe Frau Sokol. Ja. Kann ich mich vielleicht ein bisschen hinsetzen? Bitte, Sir. Unsere Möbel stehen zu Ihrer Verfügung. Ich danke Ihnen vielmals. Ja, ist halt schwer, gell, wenn man so ein älteres Semester ist, ohne Lift da. Ja, das ist schon schwer. Ja, Sie munteres Rehlein. Warum glauben Sie, dass ich da bin? Hä? Ist vielleicht der Silvia da, der Hausmeister? Kann ich nirgends finden, dieses Gefraß. Aber wer wird denn so giftig sein? Ich bin nicht giftig, ich bin wütend. Und dabei habe ich andauernd an eine grüne Wiese gedacht, an ein Gänseblümchen beim Heraufhatschen. Ah, da haben sie wahrscheinlich schon ein paar. Naja, ein paar überhaupt nichts habe ich getrunken. Einen miserablen Kaffee in ihrem Geschäft unten. Und zwar keine Münte. Sie, dem Bernie muss man genau sagen, wie der Kaffee gemacht wird, weil jeder Mensch will ihn anders, nicht? Und dass in dem Haus so Verschiedenes nicht funktioniert, ist auch nicht meine Schuld, sondern ihr. Jetzt hören Sie mal zu, liebe Frau Sokol, ich bin ganz ruhig, ich bin eine fallende Schneeflocke, weil ich darf mich nicht aufregen, sonst kommen meine Goldsteine ins Rutschen. Ja. Wäre es möglich, liebe Frau Sokol, nur einen Augenblick den Herrn Sektionschef zu sprechen?
Aber natürlich, lieber Herr Verwalter, natürlich. Ah, da ist unser lieber Herr Hausverwalter. Guten Abend allerseits. Sehr bis später, gell? Der Pater. Bitte sehr, der Weg wäre frei. Ich danke. Kann ich das damit da lassen? Kennen Sie? Wir sprechen uns noch. Ja. Herein. Oh, ja, Herr Hausverwalter. Meine Frau, ja, grüß Gott. Guten Abend, Herr Sechsen. Ja, ich nehme an, Sie kommen wegen des Lifts. Sie sagen es. Jetzt habe ich geglaubt, dieser Silvio ist ein technisches Genie. Weit gefehlt. Nichts als Beschwerden. Na, ich glaube, Sie tun dem Silvio Unrecht. Ich meine, ich bin auch kein Verehrer vom Silvio, nicht wahr? Aber in der Sache, schauen Sie, der Lift ist ja nimmer mehr der Jüngste. Nicht? Ich meine, er geht sozusagen auf sehr alte Füße. Ja, und eben deswegen. Wenn er nämlich nicht zu reparieren wäre, dann würde ich sagen, wäre ein neuer nicht so kostspielig wie der alte, den man mühsam über die Runden bringt. Na, bin ich, kommen Sie, nehmen Sie doch ein bisschen Platz. Hier. Bitte. Schauen Sie, lieber Herr Diplomkaufmann, dieser Lift, der war, wie er jung war, galt der als ein technisches Wunder. Ich bin in dem Haus hier geboren im Jahr 1909. Und da war ich das Haus noch nicht lang gestanden und der Lift war für die damalige Zeit also eine Sensation. Ja. Man hat gesagt, großartig, wie das funktioniert und so. Naja, und jetzt natürlicherweise, also der Lift ist mit uns alt geworden. Und man hat es ja auch nicht gern, sondern als alter Mensch aufgefordert wird, man soll in ein Altenheim gehen. Man will doch lieber zu Hause bleiben und zu Hause sterben, wenn es schon sein muss, nicht wahr? Naja, und was würde denn dem Lift bevorstehen? Na, er würde verschrottet werden. Sehen Sie, da können Sie mich auslachen, aber also wenn ich daran denke, blutet mir das Herz. Aber Sie haben ja völlig recht, Herr Sektionschef. Sie sind sozusagen hier der Obmann der Mieter. Na ja. Dann bitte sorgen Sie auch dafür, dass mir die Hausparteien nicht andauernd die Hölle heiß machen, weil sonst bin ich bald zum Verschrotten. Frau Sokol, ich kann Ihnen gar nicht schildern, was das für ein Genuss war. Wieso haben Sie ihn da wirkt? Schlimmer. Ich habe seine neuen Sachen alle aus dem Fenster geschmissen. Wei, Sie haben einen Nerv. Und seine neuen Schuhe. Und zum Schluss habe ich da noch den Rasierapparat nachgehört. Frau Sokol, ich muss Ihnen ja so herzlich danken für Ihren guten Rat. Bei meinem blöden Naturell. Ich hätte mich da hergesetzt und hätte bitterlich geschluchzt. Das ist immer Blödsinn. Man kriegt nur dicke Augen davon. Ja. Aber Sie müssen in der Klasse, das Ganze kann natürlich ein Nachspiel haben. Erstens kann natürlich alles gestohlen werden. Das ist mir egal. Dann kann zweitens die Polizei kommen. Das ist mir auch egal. Aber jetzt, Frau Sokol, bitte ich Sie um einen Nuss, aber einen doppelten, bitte. Natürlich, bitte. Kommen Sie mit in die Küche. Bitte sehr, nehmen Sie Platz. Dankeschön, Herr Sokol. Weil eine gewaltige Tat. Ich muss Ihnen sagen, den Nussern, den haben Sie sich redlich verdient. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Nie hätte ich so etwas von mir gedacht, dass ich überhaupt so was im Stand bin. Aber sagen Sie, ist das nicht eine Hetz, wenn man sich plötzlich selber so genau kennenlernt? Ach, ich fühle mich wirklich ganz, aber neu entspannt. Ich glaube, das Adrenalin ist wie ein Sturzbach durch meine Adern geflossen. Prost auf die neue Frau. Prost, Frau Sokol, auf das trinke ich. Herr Hausverwalter. Oh, Hilman. Hausverwalter, ich freue mich, Sie zu sehen. Naja, Sie kommen doch sicher wegen des Lifts. So ist es. Höchste Zeit, aber bitte behalten Sie Platz. Nein. Ich gehe nur durch. Lieber Franz, ja? Ich möchte ein Pyjama von dir. Ich meine, kann ich eins herausnehmen? Ja, wozu? Ja, mein Gott, das wird ja sowieso zu klein sein, aber es ist. Was soll ich dabei? Ich kann auch nicht. Es ist entsetzlich. Es ist sowieso alles so furchtbar. Tja, da wäre noch die Sache mit der Mansarde. Ja, aber mit der Helm, der stellt sich das alles so leicht vor. Sie wissen, dass diese Mansarde ohne baupolizeiliche Genehmigung errichtet worden ist. Also gibt es doch keine Benutzungsbewilligung.
Jetzt habe ich mit einem bekannten Architekten gesprochen, der wird im Rathaus die Pläne einsehen und vielleicht, wie das so dumm heißt, eine Planauswechslung beantragen. Ja gut, also was immer mit dem, mit der Mansarde geschieht, nee, also keinesfalls ist hier ein Schlafzimmer. Es tut mir furchtbar leid, ich muss aber die Herren wieder stören, aber ich gehe wirklich nur durch. Franz, es wird so irrsinnig komisch aussehen, der ist ja also viel zu klein. Ja. Naja, und ich meine da oben, aber das, diese Couch ist, wird ihm ja auch viel zu kurz sein. Bitte, würdest du so freundlich sein, mir zu erklären, wovon du redest? Ja, das kann ich dir später erklären. Also, es tut mir nur so wahnsinnig leid. Oh, weißt du, wegen der Mansarde, du weißt ja, was ich meine, nicht? Der Kurt wird nämlich so für eine Zeit lang da oben wohnen jetzt und also, schlafen vor allem. Das ist doch nicht dein Ernst. Ja, ich beziehe mir jetzt gerade das Bett, weißt du? Also, auf bald kann man halt nichts machen. Weißt du, was ich fürchte? Hm? Er wird sich mit den Knien hier ein Kinnhaken geben und wird sich selber K.O. schlagen. Ja, das wäre ein Segen, aber also, Wiederschauen. Ja. Ich kann ja nichts dafür. Auf Wiedersehen, Herr Hausverwalter. Wiedersehen, Herr Wies. Na ja, also, der Benutzungszweck der Mansarde wäre jetzt wohl geklärt. Nein, bitte. Das ist noch keine ausgemachte Sache. Und wieso glauben Sie, Frau Sokol, dass die Polizei kommen könnte? Hm? Naja, das könnte schon sein. Schauen Sie zum Beispiel. Es macht jemand eine Anzeige, dass aus einem Fenster völlig intakte Sachen herunterfallen. Haben Sie wem getroffen mit dem Rasierapparat oder so? Nein. Den Heinz habe ich gesehen und da habe ich aber gezielt die Schuhe neben ihn gezielt. Das freut mich. Naja, aber es könnte natürlich, wenn der Boss auf der Kurti könnte es, der könnte Sie für unzurechnungsfähig erklären lassen. Was? Glauben Sie wirklich? Naja. Herrschaft, heute will niemand eine Jausen, aber dafür sind wir ein Taubenschlag. Halten Sie komplett. Ja. Andere Buben in meinem Alter damals, die sind so gern auf die Tramway aufgesprungen, aber das waren ja noch andere Wagen, da konnte man noch aufspringen, jetzt geht ja das nicht wahr? Für mich war die größte Hetz mit dem Lift. Von unten rauffahren, wieder draufdrücken, runterfahren, wieder rauf, wieder runter, wieder... Ach, entschuldigen Sie, Herr Zöhner, da solche Liebgeschichten. Nein. Darf ich Ihnen vielleicht einen Cognac haben? Nein, vielen Dank. Sie wissen, ich trinke nichts. Und zweitens habe ich Morgengeschwür und Goldsteine. Was kein Wunder wäre bei dem Job. Sagen Sie noch eine Frage, Herr Sektionschef. Wissen Sie was drüber? Die Damen Fuchs und Neuberger haben beantragt, auf dem Dach des Hauses einen Garten anzulegen. Aber nein. Ja. Na, das ist doch eine reizende Idee. Das ist doch völlig unmöglich. Ich will Sie jetzt gar nicht hier mit irgendwelchen bautechnischen Einzelheiten langweilen. Wissen Sie, was das kostet? Und dieses Geld könnte man ein zweites Haus bauen, der Sektionschef. Ja, aber die Begründung ist zwingend von der Frau Fuchs. Ja, sie möchte, wenn sie hier ist, für ihre zwei Kanarienvögel Licht, Luft und Sonne. Da kann man doch nur mit dem Kopf betteln, bitte. Nein, da muss man doch lachen. Schauen Sie, Sie sollten mehr lachen. Aber noch was Besseres. Wissen Sie, wie ich ein Bub war? Da hat es damals einen französischen Philosophen gegeben, der hat, glaube ich, Coué geheißen. Und der hat gepredigt, ich red mir ein, es geht mir gut. Es geht mir immer besser, immer besser. Das müssen Sie machen. Ja, ich versuch's ja. Geht nicht so leicht. Eleganten Reitstiefel, die haben auch den Kurti gehört? Ja, ganz neu. Und sind teuer. Aber gerade deswegen meint die Frau Sokol, könnte man mich vielleicht für unzurechnungsfähig erklären lassen. Unzurechnung? Da ist was dran. Ja, ich bin schon dafür, dass jemand dem Kurti das Fürchten beibringt. Weißt du was, Hilde? Ich rufe unten in der Konditorei an und sage dem Bernie, er soll alle Sachen einsammeln und in einen Koffer verpacken. Dann bist du Hausschneider. Ja, man wird dann seine Sachen einfach nur eingepackt und weggestellt, nicht? Und bitte wegen der anderen Sache würde ich mir nicht zu sehr den Kopf zerbrechen. Weil, ich meine, wenn man sie für unzurechnungsfähig erklären hätte wollen, dann hätte man ja das schon tun müssen, wie sie den Kurt geheiratet haben. Ja, also da ist wirklich was dran. Ein einziges Mal in meinem Leben ist meinem seligen Vater die Hand ausgerutscht. Ja, und zwar war... Servus, Franz. Ja, servus, Guido. Ich geh nur durch. Ja, du gehst nur durch. Ah, du willst sicherlich auch ein Pyjama von mir. Wieso? Willst du sie verschenken?
Na, das wäre sinnlos. Deine Sachen sind mir alle an den Ärmeln zu lang und an den Beinen auch zu lang. Na ja, also dann danke ich dir. Bitte, keine Ursache. Ich gehe nur schnell telefonieren. Ja, ja, bitte, bitte. Benutze nur das Telefon. Hoffentlich kriegst du eine Verbindung. Na ja, das war mein Bruder. Ich kenne den Herr Bruder. Na, als er mit ihm das erzählt von meinem Vater. Und weil mein Vater war sonst dagegen, zu schlagen. Aber bei mir hat er dann einmal eine Ausnahme gemacht und hat mir also eine gegeben. Warum? Er wollte mit dem Lift fahren. Ja, aber ich meine, ich verstehe nicht ganz, wenn der, Sie kennen doch den Kurti lang genug. Also der, ich meine, warum ist denn gerade heute der Kragen geplatzt? Weil der Krug geht so lang zum Brunnen, bis er bricht. Schafft, heute bin ich wieder der reinste Dirlschnapper. Sie hat ganz recht mit diesem Krug oder Wasser, den tropft es fast zum Überlaufen. Nein, der Kurti hat mir heute erklärt, ich bin ihm zu hausbacken, zu simpel, zu dick, zu wenig elegant und geschliffen. Und ich könne nicht mit auf der Welle, die ihm nach oben trägt. Und wissen Sie, was das Ärgste dabei war? Er hat mir die Hände getätschelt und war so unendlich gütig. Ach ja, so kenne ich. Wenn er so ist, der Kurte, der wird ein Lamperl bissig. Unten an meiner Tür hängt ein riesengroßer Zettel, ich soll sofort raufkommen. Also, wo brennt denn der Hut? Ich habe den Zettel nicht geschrieben. Aha. Ah, das wird wahrscheinlich der Verwalter gewesen sein, der ist eh da drin. Ja, natürlich, der hat sich ja gesucht. Was, alle zwei? Und der Herr Sektionschef ist da auch drin? Alle zwei. Na, harte Tiere, da habe ich ja noch was von mir. So, seien Sie nicht so fein. Ach, so Sokol, die Geschichte mit dem Gewand erledigt. Ich habe dem Bernhard das alles gesagt. Er sammelt alles ein und fasst es dann in einen Koffer, bevor sich jemand darüber aufregen könnte. Sehr gut, Herr Guido. Ja. Und Sie wollen gehen? Ja, bitteschön. Ah, Sie sind lieb. Sie sind lieb. Ich danke vielmals. Sehr liebenswürdig. Ja, wie ich das Ganze so sehe, braucht das mit der Jause noch längere Zeit. Und der Franz, der ist intensiv mit Hausangelegenheiten beschäftigt. Und ich selber, ich bin müde. Wissen Sie was? Ich gehe noch raus. Recht haben Sie. Tut mir zwar leid, aber wir sehen uns nicht. Wiederschauen, Herr Guido, Papa. Ah ja, noch etwas. Ja? Eine Bitte habe ich an Sie. Vergessen Sie mich nicht. Wie könnte ich denn wiederschauen, Herr Guido? So, tut mir leid, aber ich muss jetzt zum Herrn Sektionschef. Ich meine, er erwartet mich, selbst auf die Gefahr hin, dass ich ihn jetzt störe. Sehr gut, dann nehmen Sie den Silvio mit, der wird auch erwartet. Nein, ich tät ganz gerne noch ein bisschen warten, wenn es geht. Nichts zum Warten ist es nichts, wir marschieren gemeinsam. Na, und was ist, wenn wir doch gerade stören, da können wir da nicht reinplatzen. Erstens stört man am Samstag in diesem Haus prinzipiell nie und wann, ist auch wurscht. Gut. Ja, herein. Oh, ja Gott sei Dank, hoffe wir stören nicht. Sag einmal, was hast denn du mit dem Lift gemacht? Na, der ist eh fast fertig. Was? Ich hab doch nur ein professorisches Radl einbauen müssen. Nein, also es ist beim Janek im Keller hinter den Sesseln. Also alle Kartons? Ja, aber nicht auf Dauer, natürlich. Na, hören Sie mal zu, bitte. Ich bin ganz ruhig. Sie verstehen ja nicht von einem alten Lift, aber Sie verstehen nicht von einem alten Lift. Aber das sollten Sie aber schon glauben. Ja, ich bin ganz ruhig, ich bin eine fallende Schneeflocke. Aber red endlich, Herr! Das hängt alles nur von einem depperten Radl ab. Weil das alte Radl, das war nicht mehr zu gebrauchen. Also habe ich ein neues bestellt. Ja. Aber das gibt's leider Gottes nicht mehr. Also muss es handgefertigt werden und das dauert eben. Ja, was ist dabei? Da fliegt es umeinander, die Alte. Ich habe mir gedacht, das ist guter Lodge, mache jetzt eine professorische Zwischenlösung, aber leider Gottes haut das Ganze auch nicht zu. Also, der Tommy hat sich ja bereit erklärt, die Sachen bei ihm unterm Bett also aufzulegen. Ach, das ist gut, weil von Meckel kommt die Otti in den Keller. Um Gottes Willen, das wäre entsetzlich. Also. Na, so arg ist das auch nicht, weil wenn ihr das Radl habt, dann pfeift er wieder, ich schwör's. Ja, bist sicher? Wirklich. Ja, dann können wir ein Fest feiern. Wobei, also ich muss sagen, Sie waren natürlich etwas voreilig, weil das Buch geht. Also es würde gehen, aber ich habe keine Exemplare mehr. Das können Sie ja meine nehmen. Na, das kann ich nicht, weil Ihre habe ich ja bereits als verkauft gebucht. Also gut, also wenn ich Ihnen die Hälfte schenke, dann müsste es doch gehen. Dann ging's. Aber es ist ein herbes Verlustgeschäft. Ich meine, für Sie. Ach Gott, schauen Sie. Ich bin solche Schläge gewöhnt. Ich habe mich heute halt wieder einmal eingemischt. Lahmlegen hätte ich am sollen, aber das hast du davon. Nimm es gutmütig, mein. Red doch nicht, red doch überhaupt nicht. Hauptsache, er geht wieder, ne? Das ist das Wichtigste. Herr Sektionschef, ich glaube, diese.